3D-Fernsehen ist nun auch in Deutschland gestartet. Hier auf den Medientagen München 2010 hat Sky seinen ersten 3D-Service in Betrieb genommen. Dieses Thema wollen wir nun noch ein bisschen genauer vertiefen. Und dazu begrüße ich zum Gespräch Herrn Carsten Schmidt. Er ist Vorstand Sport, Internet und Werbezeitenverkauf von Sky Deutschland. Herr Schmidt, welche Bedeutung spielt der Start von Sky 3D für Ihr Unternehmen? Ja, ich glaube, dass das ein weiterer Beweis ist, dass Sky eine Innovationsmarke ist und wir uns auf neue Themen der audiovisuellen Medien definitiv einlassen wollen in einer sehr schnellen Zeit. Diese Idee ist bei uns im August letztendlich ausgereift, nachdem wir schon im Frühjahr erste Tests durchgeführt haben. An der Stelle sei ja erwähnt, dass wir die erste Company in Deutschland waren, die ein Fußballspiel in 3D auch im Private Viewing durchgeführt haben. Der Erfolg war beträchtlich und nachdem wir auch eingeschätzt haben, dass 3D eine wachsende Bedeutung im Abverkauf von HD-fähigen Panels erreichen wird, haben wir diese unternehmerische Entscheidung getroffen, aber im vollen Bewusstsein, dass sie auch einen Mehrwert für die Kunden, die wir heute schon haben, aber hoffentlich auch noch gewinnen werden, bringt. Herr Schmidt, auf welche Inhalte setzen Sie bei Sky 3D? Sky 3D soll ein Programm sein für die gesamte Familie. Ich glaube, es wäre zu kurz gedacht, es zu einem reinen Genre-Kanal zu machen, da weder nur Dokumentation, nur Fiktion oder nur Sport heute die gesamte Brillanz von 3D abbilden würden. Deswegen haben wir eine Mixtur aus unterschiedlichen Genres. Wir fangen an mit Sport, haben heute ein Konzert, wir werden Filme zeigen, wir werden Dokumentationen haben, wir werden Kinderfilme haben und wir lassen uns auch auf Experimente ein. Und ich bin schon sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Ich glaube, es ist ein weiterer Startschuss für 3D-Producer, uns auch in Versuchung zu führen mit neuem Content. In welcher Form wird Sky 3D Ihren Kunden angeboten, also den Bestandskunden und den Neukunden? Sky 3D ist kostenlos für alle HD-Kunden von Sky und da wir ja jetzt auch HD in unser Basispaket in Sky Welt integriert haben, muss man als Sky-Kunde heute nur einen HD-Receiver, der testifiziert wurde von Sky, haben und dann ist man in der Lage, 3D auch zu empfangen über Satellit und über Kabel Baden-Württemberg. Abschließende Frage noch, Herr Schmidt. Welche Bedeutung werden 3D-Inhalte in der Zukunft von Sky spielen? Ja, 3D soll für uns auch ein Wachstumsmotor sein. Sicherlich nicht derjenige, der jetzt das gesamte Unternehmen in neue Größenordnungen hervorwuchtet. Aber wir wissen, dass heute ca. 40.000 HD-3D-Panels in Deutschland in Betrieb sind. Über Weihnachten werden wir nach den Informationen, die uns vorliegen, weit über 100.000 in Deutschland haben. Wir wollen an diesem Wachstum partizipieren und wollen dabei natürlich wirklich auch unser Versprechen einlösen, immer das Besondere und das beste Fernseherlebnis unseren Kunden anzubieten und das exklusiv und wie gesagt bis Weihnachten kostenlos. Ja, dann drücken wir Ihnen die Daumen für diesen neuen Service und für den Moment. Vielen Dank, Herr Schmidt, für das Gespräch. Gerne, Herr Schuster. Liebe Zuschauer, das war's von uns für den Moment. Das war Messe Live von den Medientagen München 2010.